Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne wieder öfter malen möchte, weil ich das einfach in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren viel zu selten gemacht habe und das einfach vernachlässigt habe. Und ich dachte mir, dass es ganz schön ist, wenn man eben so ein kleines Bild malt und dazu eben einen passenden Spruch, der motiviert und vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Und ich dachte, dass es ganz schön wäre, wenn man das montags hochlädt, um eben ja den Start in die Woche so ein bisschen zu verschönern vielleicht. Für das erste Bild habe ich mir natürlich was aus dem Harry Potter Universum ausgesucht, weil mir das eben sehr viel bedeutet und ich da ein riesengroßer Fan bin. Ihr seht, wie ich hier einen kleinen Niffler male bzw. zeichne und das dann mit Aquarellfarben eben ein bisschen ausmale und ein bisschen rumpansche, also nichts Großartiges. Und den passenden Spruch dazu, den ihr gleich sehen werdet, den habe ich auf Instagram zugeschickt bekommen. Und ich dachte mir, dass jeder von euch bestimmt so einen Spruch hat, der eben motiviert oder ja, das Leben vielleicht so ein bisschen beschreibt. Ihr wisst schon, was ich meine. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir so einen Spruch, der euch viel bedeutet, in die Kommentare schreibt. Und ich werde mir dann einen Spruch aussuchen und am nächsten Montag das nächste Bild hochladen. Es können auch Sprüche aus zum Beispiel Serien, Büchern, Filmen, von irgendwelchen bekannten Leuten oder so sein. Also einfach irgendwas, was euch bewegt, was euch berührt. Ich hoffe sehr, dass euch die Idee gefällt und dass euch dieses kleine Bild, was ich dann jedes Mal zauber, vielleicht ein kleines bisschen inspiriert. Ich bin nicht der allergrößte Künstler, um Gottes Willen, aber ja, ich versuche einfach ein bisschen rumzupanschen und einfach ein bisschen Spaß zu haben. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen vielleicht auch dazu motivieren kann, einfach mal ein bisschen ja, zu entspannen und ein bisschen herumzuklecksen. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch irgendwelche Wünsche oder Fragen in die Kommentare schreiben. Wir können einfach daraus ein Laber-Video machen. Also ich beantworte gerne eure Fragen, wenn ihr irgendwelche habt, im nächsten Video dann. Ich freue mich schon sehr auf eure Kommentare und auf eure Sprüche vor allem. Und ich hoffe natürlich sehr, dass euch das gefällt. Der erste Spruch, den ich mir ausgesucht habe, der steht hier und zwar steht da "It is important to remember that we all have magic inside us" von J.K. Rowling, also der Autorin der Harry Potter Bücher. Und ja, ich finde einfach, in diesem Spruch ist sehr viel Wahres dran und ich mag ihn sehr, ich finde ihn sehr, sehr inspirierend und deswegen habe ich ihn ausgesucht, weil er eben auch sehr gut passt. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, dass wir quasi die Woche mit einem schönen Bild starten und so ein bisschen ja diese Montagsmuffelei überwinden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil viele ja den Montag hassen, was eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch ist. Jedenfalls wünsche ich euch alles, alles Liebe und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!